So. So. So, Stream ist gestartet. Ja, ich versuche mir jetzt ein irgendwann auszusuchen, rauszusuchen, wo ich jetzt mein Gebäude erweitere und dann das Lager hinbaue. Ich bin sowieso im Überlegen, wie ich das am besten mache, dass ich jetzt so langsam mal warum stand da gerade Fake Player? Ich habe keine Ahnung. Wie so eine Art Eingang baue. Zu dem Gebäudekomplex. Ich weiß nur noch nicht wie. Hier nicht. Hier wird der ganz normal der Garten sein. Ich denke mal, das werde ich da in die Richtung bauen. Was denn? Ja, cool, auf dem Zement kann man ja schnell laufen, ist ja geil. Wusste ich gar nicht. Cool. Was ist dein Problem? Na, heiß. So. Weiß man noch nicht wie tatsächlich. Da muss ich mir noch jetzt gerade mal ein paar Gedanken machen. Ich will eigentlich so eine Art Eingang haben. Dann habe ich meine ganzen Äxte und so weggelegt, ne? Klar. Natürlich. Aber ich glaube, die liegen alle hier, ja. So. Ich weiß noch nicht wie. Schauen wir mal, wie ich es mache. Ich teste jetzt erstmal aus und dann gucken wir mal. Vorher sagen. So, hacken wir mal kurz die ganzen Bäume hier weg. Und dann schauen wir mal weiter. Ist so ein krüppeliges Skelett auf mich geschossen? Ne. So. Schauen wir mal, hier kommt der Eingang hin. Und ich hätte vielleicht den Excavator auch mitnehmen sollen, ne? Obwohl ich eigentlich... Wäre natürlich cool, wenn hier erst so eine Treppe hochgehen muss, ne? BW Angel, hallo! Einen wunderschönen guten Abend. So, pass mal auf. Da ist die Mitte. Dann wäre es ungefähr so. Genau. Und dann würde theoretisch... Blöd ist jetzt natürlich die Obstbäume. Aber die kann die ja neu pflanzen, das ist ja nicht das Problem. Problem ist, ich kann hier nicht so weit drüber, wegen der scheiß Baumfarm.
hoffe, ich hole mal kurz die Äpfel hier. Oh, das Creeper. Mike, die Creeper. Das war immer tot. Danke. Pack die gleich nämlich ab hier. Also die Apfelbäume auf jeden Fall. Die kommen woanders hin. Die Walnussbäume dann auch. So. So, dann holen wir uns noch die Walnüsse eben. Brauchen wir immer nur drei für einen Baum, deswegen geht das ja. Aber ich wollte sowieso so eine Art Obstbaumplantage, wie man das nennen möchte, bauen. So. Das kommt aber später, weil noch brauche ich die Dinger sowieso nicht. So, das haben wir. Die Frage ist, ich glaube, ich werde hier schon nach hinten gehen. Damit wir da gar nicht mit dem Feld kollidieren. So nicht. 3, 4, 5, 6. Dann haben wir, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ne, ich mach 4. Mach direkt nur 4. Dann kommen wir hier nicht ins Gehege. Machen wir so einen Eingang. 1, 2, 3, 4. Machen wir nämlich dann so. So. Hier kommt dann im Prinzip der Eingang. Hier hoch will ich alles bauen, mindestens. Da kommt der Eingang hier mit Treppen. Da kann man eigentlich daraus Treppen bauen. Nein. Das kann man nochmal mit dem Architecture Craft. Man das. Und im Endeffekt da kommt ja sowieso noch was anderes hin. Ich weiß noch nicht, ob ich da Granit oder so hinbaue. Da kommt dann Glas rein. Wie viel waren das? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. So. Und mal langsam vielleicht mal hinkommen, dass man so ein bisschen Gebäude auch sieht und baut. Muss ja auch mal sein. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, so nicht. 6. Ja, das will ich jetzt aber nicht abbauen. Sofern ich da noch nichts anderes habe. Aua. Ja, genau, aber mit 3 Früchten wird das hier gemacht. Das ist das Rezept. Experience, einen wunderschönen guten Abend. So, will irgendwas entweder Dunkles benutzen oder ich benutze Granit. Ich glaube, ich nehme Granit. Granit ist eigentlich auch ein cooles Ding. Oder Diorit. Diorit ist aber hell, das ist das Problem. Granit ist halt orange. Ist halt so eine Sache, was ich nehme. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht.
Ich werde gleich mal ein bisschen was benutzen, holen, weil ich habe ja schon Granit und so. Marble werde ich Du definitiv nicht Fickschnitzel! benutzen. Blaze A Kick 123 würde ich jetzt sagen, dass der Name so ist. Oder Blasea Kick, keine Ahnung. Also Blaze A Kick 123 nenne ich dich jetzt mal. Oder nenne ich jetzt mal. Ich danke dir herzlich für ein Follow. So. Und einen wunderschönen guten Abend, Windows. Legen wir uns mal kurz hin. Jetzt die Frage: Nehme ich jetzt Granit oder nehme ich Diorit? Diorit ist weiß. Granit ist orange. Er ist eher so. Also. Andersfarbig halt. Ich will nicht ins Dark. Ich habe vorhin tatsächlich mal ein bisschen offscreen gefarmt. Oh mein Gott! Aber nur ganz wenig. Ein bisschen nur. Diorit habe ich 310, 13, was ist das? Ach, das Andesit. Diorit. Marble will ich erst recht nicht benutzen, die auch nicht, weil die nicht texturiert sind. Limestone habe ich zu wenig. Ich würde fast sagen, ich probiere mal Diorit aus, tatsächlich. Erstmal. Dann gucke ich gleich mal, wo ich die Dingens hinbaue. Die Bäume. Wo ich meinen Obstgarten hinmache, sagen wir es mal so. So, was nehmen wir denn? So was hier? Circular, Ornat. Oder sowas. Was denn mit sowas? Ich guck mal. Guck, wie das aussieht. Schauen wir uns das mal an. Das sieht mächtig dämlich aus. Ohne Textur. Habe eigentlich nicht gedacht, dass sich das jetzt verbindet. SCTM, Connection Textures, ist das, glaube ich. Dann nehmen wir mal ein normales Circular. Ich meine, das müsste ohne gehen. Ja. Das geht, oder? Glaube, das kann man echt anbieten, oder? Sieht zwar ein bisschen aus wie ein Tempel, aber eigentlich sieht das gar nicht mehr so scheiße aus. Wenn das so in den Ecken ist. Das ist das Soatex. I don't speak German. That's okay. Thank you for the follow. How are you? Würde ich jetzt mal so fragen. Tini Wittler, ja. Nee. Nee. Voll nicht. Die aus dem Tine Villas, ist das nicht Innendekorateurin oder sowas? Irgendwie sowas? Die hat doch eher für den Innenbereich, oder? Innenarchitektin. Oder wie man dann sich das schimpft. Der Schmuh. Gut ist halt einfach, vom Diorit habe ich mehr als von dem Granit. Und da oben drauf. Oder da kommt die Decke mitten rein. Mein Gott, was ein schweres Wort hier. Also theoretisch kommt jetzt hier eine Decke noch rein. Ich finde, das kann man so anbieten. Das wird der Eingangsbereich hier dann. Und das Schlimme ist halt, das ganze Umgebau baue. Heute wird es mal ein bisschen lockerer, weil ich will auch das Dingens bauen. Das Storage-System ein bisschen. Da müssen wir noch, muss ich noch in den Nether für. Ein bisschen Nether-Kristall holen. Nether-Quarz. So. Macht die eigentlich noch was? Ich glaube, die schon ewig nicht mehr im Fernsehen sind, die Dame. Die Tine.
Also wirklich schon ewig nicht mehr. Können wir von der Decke nehmen. Nailed. Ich habe die auch schon ewig nicht mehr gesehen, ey. Hier, diese Vera, die habe ich letztes Mal irgendwo noch gesehen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr wo, aber ich habe sie gesehen. Tatsächlich. Wow. Glaube, da hat einer gerade irgendein Erfolg fertig gemacht. Ja, jetzt baut er wieder alles ab. Ich glaube, das ist als Decke okay. Das sieht aus wie so eine kleine Plankendecke. Wiederholung? Ne, diese Vera, die habe ich letztes Mal bei irgendwo im Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Die Wittler? Keine Ahnung. Schon ewig nicht mehr. Aber ich meine, ich habe die auch letztes. Ich meine, ich habe eine Werbung mal gesehen, da war auch wieder irgendeine Sendung, hat die. Entweder war die da nur bei oder hat da mitgespielt oder was weiß ich. War mir auch relativ egal, weil ich muss ja ehrlich sagen, ich habe den Mist früher auch nie geguckt, großartig. Also das Einzige, was ich mal zwischendurch geguckt habe, ist dieses Saus im Glück gewesen. Aber auch nur weil ich das cool finde, was die manchmal machen, ne? Also vor allen Dingen für Menschen, die meistens nichts dafür können, dass sie so ja, in der Misere gelandet sind, sagen wir es mal so. Dann manchmal schon, ja, weh, wenn man manche Schicksale sieht dann. Aber wie gesagt, das gucke ich schon öfter mal, aber da die Wittler da, ne? Nicht wirklich. So, das integriere ich dann einfach. Also das ziehe ich, da lasse ich dann so. Das mache ich dann nur ein bisschen anders. Das Problem ist halt, wenn ich hier wirklich eine zweite Etage drauf bauen sollte. Obwohl, da müsste trotzdem immer noch passen, glaube ich, mit den Windrädern. Können wir dann ganz einfach mal ausprobieren, ne? Nee, zum Beispiel Sach. Hier kommt noch eine Etage drauf. Hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann die Dinge oben drauf. Was da noch? Oh, so nicht. Das Problem ist halt dann das Dach. Da passt tut so. Ach, das passt auf jeden Fall. Dach würde ich aber eher so ein flaches nehmen. Oh, ich finde das auch cool, so vom Handwerklichen her. Meine Frau, weiß ich nicht, ob die guckt öfter, hat früher so weit öfter. Ich weiß nicht, ob die das tatsächlich geguckt hat. So Tine Wittler und so. Also wie gesagt, ich bin ja selbst gelernter Handwerker. Und ich muss sagen, ich finde das immer echt Hut ab, was die da manchmal. Und wie schnell die vor allen Dingen gewisse Sachen da fertig machen. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt, da muss man echt Respekt zollen vor den Leuten, vor den Jungs und Frauen. So geht eigentlich, ne? Ich dann hier im Prinzip hier schon mal so eine Art Schräge hinmache, dass das da hoch geht schon. Also hier vorne wird es dicht. Dann werde ich mal gucken, wie ich dann am besten baue. Ich habe eigentlich schon eine Idee.